Wir sind hier auf den Flächen rund um das Osteregelsamoor in Aurich und wir sind hier gemeinsam mit den Mitarbeitern der Universität Aarhus aus Dänemark. Die Mitarbeiter der Universität, die wollen hier geophysikalische Messungen durchführen, um die Felder hier zu kartieren. Und das machen sie, indem sie mit dem Quad einen Schlitten über die Felder ziehen. Und dieser Schlitten, der sendet elektromagnetische Signale in den Boden und misst eben auch die Signale, die zurückkehren. Und so kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Boden unter unseren Füßen sozusagen aufgebaut ist und wo sich Wasser befindet, wo sich kein Wasser befindet. Und diese Methode, die sie hier erproben, die nennt sich die DITEM-Methode. Das ist ein Ergebnis aus dem Projekt Topsoil, an dem auch der OWV teilnimmt. Topsoil ist ein von der EU gefördertes Interreg-Nordsee-Projekt, wo wir uns mit den oberen 30 Metern des Bodens beschäftigen. Und wir arbeiten zusammen mit OWV und 23 weiteren Partnern aus den Ländern Dänemark, Deutschland, Niederlande, Belgien und Großbritannien. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Zusammenhang zwischen Boden und Grundwasser unter anderem. Der OWV fertigt seit ungefähr zwei Jahrzehnten schon 3D-Untergrundmodelle an von den Flächen aus seinen Wassergewinnungsgebieten. Und wir haben auch für diese Flächen hier schon ein 3D-Untergrundmodell. Aber die TITEM-Methode ist eben eine gute Ergänzung zu diesen bisherigen Untergrundmodellen. Man bekommt noch mehr flächenhafte, detaillierte Informationen. Everything is being dragged by this quad bike here. So we've got all the computers and circuitry sort of telling the system what to do and when to listen for the secondary electromagnetic field. And we're at a large enough distance here so that the metal in all of here is not going to influence our signal basically. And then the nice thing about these two devices as well actually is there's very little metal. So these are all made of plastic and fiberglass basically, so that we're not actually getting any signal from the device itself. We're only looking at the subsurface. In dem Projekt hat jeder sein Pilotgebiet, in dem man was vor Ort richtig ausprobiert. Und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus und vergleichen unsere Ergebnisse. Weil ich sag mal so, die Probleme, die wir hier haben, sind in Dänemark und Belgien und Niederlanden und Großbritannien nicht so viel anders. Auch der Klimawandel macht nicht an der Grenze Halt und Wasser kennt sowieso keine Grenzen.